Hallo, hallo. Ja, wie kommst du zu deiner Göttlichkeit und wie kannst du diese Kraft hier auf Erden leben? Unsere Göttlichkeit, das ist wie ein Samen, mit dem wir geboren sind auf diese Welt. Wenn wir auf die Welt kommen als dieses kleine Baby, dann ist nichts falsch mit uns. Dann haben wir keine Ansichten, dass irgendetwas etwas anderes sein könnte als Liebe. Und zwar bedingungslose Liebe. Und bedingungslose Liebe ist nichts, was mit dem Außen zu tun hat. Bedingungslose Liebe ist etwas, was wir für uns selber fühlen, wissen, denken müssen. Und es fällt uns so, so schwer, mit all den Dingen, die wir im Außen sehen, immer wieder zurückzukommen zu unserer inneren Wahrheit. Und die ist nun mal, dass wir bedingungslos erwünscht, gewollt und geliebt werden. Und wir kommen oft in Familien auf die Welt, wo uns das eben nicht gezeigt oder nicht gespiegelt wird. Weil unsere Menschheit, unser Menschsein, unser menschlicher Zustand das eben noch nicht gelernt hat. Unser menschliches Denken, unser menschlicher Verstand, der wird konditioniert vom Außen, von unseren Analysen, von unserem Denken. Und deswegen haben wir sehr, sehr früh, wenn wir unsere Persona, unsere Persönlichkeit entwickeln, das Gefühl, dass wir etwas dafür tun müssen, um geliebt zu sein, um gewollt zu sein, um gut genug zu sein. Und das ist der Trugschluss, dem wir auf die Spur kommen müssen. Und diese Spur, die führt uns dann zur Erkenntnis, was wir wirklich sind. Denn nur wenn wir verstehen, wie das Ganze passiert ist, zum einen, dass wir tatsächlich glauben, irgendetwas ist an uns nicht gut genug, irgendetwas müsste anders sein, wir müssten etwas anders machen, um zu funktionieren, um erfolgreich zu sein, um geliebt zu sein, um anerkannt zu sein. Diesem Trugschluss auf die Spur zu kommen, das ist der allererste Schritt der Erkenntnis. Viele nennen es auch Aufwachen. Aber dieses Aufwachen ist eigentlich was ganz, ganz Unspektakuläres. Dieses Aufwachen ist einfach nur eine Erkenntnis, dass wir uns bewusst werden, dass unser Bewusstsein getrübt ist, dass unser Bewusstsein mit einer Illusion getrübt ist, dass irgendetwas im Außen dafür verantwortlich ist, was wir im Innen über uns denken und empfinden dürfen. Und die Christen, die nennen es die Neugeburt, die Wiedergeburt. Das ist das, was damit gemeint ist, dass Jesus auferstanden ist. Und es gibt so viele Sachen, die so viel Sinn machen, wenn wir in der Bibel, wenn wir mal verstehen, was wirklich damit gemeint ist. Weil zum Beispiel mit dem Beichten ist dann gemeint, dass ich zugebe, dass ich beichte, dass ich in meinem Menschzustand bedingt gelebt habe, in Abhängigkeit vom Außen gelebt habe. Auf Englisch heißt es repent. Und genau darum geht's. Diese Beichte, das Zugeben, zu sagen, Scheiße, ich war auf dem falschen Pfad. Und die Kirche hat das alles so verhunzt und alles wieder in andere Abhängigkeiten gebracht. Und wenn wir in Energie lernen zu denken, in reiner Energie, unabhängig von Form, von Zeit, von äußeren Umständen, dann ist es uns sonnenklar, dass wir einfach nur
geblendet waren oder geblendet wurden oder dass das eben dieser Weg der Erkenntnis, ich nenne es Divine Design Reise, ist, wo ich erkenne, warum und wie das passiert ist, dass ich in eine Persona, in eine Persönlichkeit hineingerutscht bin, die ich in Wahrheit gar nicht bin. Und mit diesem ersten Schritt der Erkenntnis kann ich sehen, dass es absolut unerheblich ist, was in der Vergangenheit war und dass alles nur dazu dienen sollte, alles Leid, alle Einschränkungen, die ich erlebt habe, sollten dazu dienen, dass ich mich genau von diesem bedingten Mindset frei mache und erkenne, dass ich reine, pure Energie bin, aus der alles entsteht. Und wie bin ich diese reine, pure Energie? Wie kreiere ich und generiere ich meine Energie? Woher kommt meine Aura? Woher kommt all das, was aus mir entsteht? Es kommt einzig und allein aus meinen Gedanken. Und ich denke anhand meiner Ansichten und Überzeugungen. Und solange meine Ansichten und Überzeugungen sich eben noch auf eine beschränkte Persona beziehen, die hier im Fleische ist sozusagen, die hier im Körper ist, die gefangen ist, dann werden wir als so eine Person gehen. Dann werden wir als so eine Person immer wieder versuchen, Veränderungen im Außen herbeizuführen. Und diese Veränderungen, die sind von kurzer Dauer, die sind sozusagen nicht wahrhaftig, weil ich ja im Inneren immer noch davon ausgehe, dass ich eine Person bin, die nicht einfach bedingungslos geliebt, gewollt und unterstützt ist. Und dann wird mir das Außen eben zeigen, dass ich nicht geliebt, dass ich nicht gewollt, dass ich nicht unterstützt bin. Dann werde ich im Außen immer wieder erkennen, anhand von anderen Menschen, anhand von Situationen, dass für mich nicht gesorgt ist, dass ich nicht gewollt bin, dass ich nicht respektiert bin, dass ich nicht wertgeschätzt bin. Aber ich muss verstehen, dass all das zuerst in mir selber angelegt werden muss oder wieder aktiviert werden muss. Es muss aktiviert werden, mein Bewusstsein, wer ich wirklich bin. Dass es eben nicht an äußeren Umständen liegt, dass ich mich gefühlt und geliebt und erfüllt fühlen darf, dass ich mich gut und richtig fühlen darf. Und das ist diese große, große Herausforderung, wo die spirituelle Welt, die mystische Welt schon immer versucht hat, uns klarzumachen und darzulegen. Das Problem ist nur, wir kommen dann wieder in andere Bedingungen. Und ein bedingungsloses Denken, das heißt, ich denke, weil ich so denke, ich sehe, was ich sehe, ich interpretiere eben, was ich interpretiere, und ich interpretiere so, so anders, wenn ich aus meiner Göttlichkeit, aus meinem Divine Design, aus meinem göttlichen Design, aus meinem energetischen Design sehe. Und ich kann nicht anderes sehen, als ich denke. Und ich habe so ein easy Beispiel. Wir haben alle gelernt, dass grün grün ist. Aber wenn einer rot-grün blind ist, dann sieht er tatsächlich rot, wenn andere grün sehen. Wer hat jetzt recht? Wer hat jetzt recht? Für wen ist es richtig? Und da müssen wir erkennen, dass es nicht darum geht, dass wir im Außen alle das Gleiche sehen und wahrnehmen, sondern dass wir uns im Innen alle
als das Gleiche sehen und wahrnehmen. Viele Mystische sagen, die Seele zu sehen. Aber leider wird oftmals das Wort Seele verwechselt mit Persönlichkeit. Aber die Seele ist eben das, was rein, klar und Liebe ist. Bedingungslos. Und das ist der Kern, das ist der Samen eines jeden Menschen. Nur dahin zu kommen, dazu müssen wir erkennen, wie alles aus uns, durch uns heraus entsteht. Und am allerbesten sehen wir das eben, wenn wir uns mal beobachten und sehen, was denken wir über andere Menschen? Was ist unsere Ansicht über andere Menschen? An was machen wir unsere Ansicht fest? Und wir machen sie anhand eines Filters, aus Ansichten, Überzeugungen, Rückschlüssen, Analysen, Erfahrungen, beurteilen wir die Menschen. Und da kommt wieder Neville Goddard zum Zug, der sagt, everyone is you pushed out, everything is you pushed out. Alles da draußen kann dir nur das zeigen, für dich nur das sein, was du siehst, was du sehen kannst. Und wenn ich diese Macht erkenne, dann weiß ich, dass ich nur mich verändern muss, nur meine Ansichten und mein Denken. Und das wahnsinnig Schwere daran ist eben, wenn wir diese alte Persona, die an Geschichten, an Vergangenheit, an Denkweisen, an Denkmuster, an Erziehung gebunden ist, loslassen, sterben lassen. Es ist wirklich wie ein Tod. Und dann sich selber neu zu gebären und als neugeboren zu erfassen. Nur dann kann ich komplett meine Vergangenheit ablegen. Nur dann kann ich komplett meine Einschränkungen ablegen. Und dann weiß ich auch, dass im Außen alles wieder nur eine Reflexion meiner wahrhaftigen Person ist, meines göttlichen Seins ist. Aber solange ich das nicht 100% wahrnehmen kann, nicht akzeptieren kann, werde ich immer wieder von äußeren Umständen, die aus meiner Vergangenheit, aus meiner vergangenen Persönlichkeit entstanden sind, eingeschränkt werden. Ich kann das ja nicht, weil das war immer so, ich kann das ja jetzt nicht einfach ändern. Dieser Mensch hat mich verletzt und wir haben Streit gehabt und da war das und das kann doch jetzt nicht plötzlich anders sein. Aber solange ich genau solche Gedanken habe, weil ich nicht weiß, dass alles plötzlich anders sein kann, weil der einzige Seinszustand, die einzige Realität, die existiert, die wird von mir jeweils gewählt und dass ich wirklich die Kraft und die Macht habe, eine absolut neue Realität für mich zu wählen, einen absolut neuen Seinszustand, eine absolut neue Welt für mich zu kreieren. Wenn ich das nicht annehmen kann und wenn ich da nicht reingehen kann und wirklich sage, ich lasse alles, was ich gelernt habe, zur Seite und beginne nur noch in Energie zu denken. Und Energie ist oder sie ist nicht. Ich habe die Wahl zu sagen, das, was ich sehe, ist für mich. Das, was ich sehe, beweist mir, dass ich wertvoll bin, dass ich geliebt bin, dass ich auserwählt bin. Ja, aber was ist, wenn ich dann sehe, wenn ich schlecht behandelt werde, respektlos behandelt werde, was soll ich dann machen? Dann sollst du die eigene Verantwortung übernehmen und dir klar machen, dass es daher kommt, weil du doch noch überzeugt irgendwo bist, dass du nicht respektiert bist, dass du nicht gut genug bist, dass du etwas falsch machst, dass du etwas falsch gemacht hast, dass du für etwas nicht gedacht bist. Aber das sind deine Gedanken. Aber wenn du erwachst, nicht morgens, egal wann, in dem Moment, wo du erwachst und erkennst, ich bin das Tor, ich bin die
Tür. Ich eröffne Räume und Realitäten. Das mache ich. Und ich kann jederzeit neue Räume, neue Realitäten begehen, eröffnen. Weil ich das entscheide, weil es mein Geburtsrecht ist. Weil ich das bin in Wahrheit und weil ich erwacht bin. Und das ist dieser eigene Weg zur Selbsterkenntnis, der Weg zur Erkenntnis seines Divine Designs, seines göttlichen Designs, seines göttlichen Seins. Und weil das so wahnsinnig verrückt ist für den Ego-Verstand, für die alte Persona, weil sie nicht sterben möchte, weil sie sich immer noch rechtfertigen möchte, weil sie ihren Bestand, ihren Weiterbestand immer noch argumentieren möchte, ist es ein riesengroßer Sprung in eine neue Persönlichkeit, aus der ich mich neu erfahre. Und dieses Portal zu sein, nicht zu durchgehen und auch nicht das Portal durchzugehen, das ich eröffne und auch nicht in den Raum zu gehen, den ich eröffne, sondern deinen eigenen Raum zu eröffnen und zu wissen, wie der entsteht und wie du ihn kreierst und wie da die Dinge sind, deine Wünsche, dein Wohlbefinden, deine Erfüllung. Darum geht es, dass du nicht irgendwie glaubst, dass es von irgendjemand anderem abhängig ist, außer von dir. Und das ist etwas, was in der Coaching-Szene, auch in der spirituellen Szene, immer wieder scheinbar so dargestellt wird, als dass man einen Guru, einen Initiator braucht. Man braucht eine Informationsquelle, die einem den Zugang zur Wahrheit eröffnet. Das ist alles. Welche Informationsquelle das ist egal. Es ist alles da. Du kannst alle Informationen für dich beanspruchen. Nur alleine geht es einfach so schwierig, weil ja immer wieder unser logischer, analytischer Ego-Verstand uns Geschichten erzählt, warum es anders ist, warum ich nicht einfach die Neue sein kann, die Neue, die Wahrhaftige, warum ich Rücksicht nehmen muss auf äußere Umstände, warum ich äußeren Umständen die Erlaubnis geben muss, mir zu sagen, wer und wie ich bin. Um da rauszukommen und dieses neue, bedingungslose Denken zu kultivieren, dieses neue, bedingungslose Selbstkonzept, wo ich immer weiß, wer ich bin, egal was gerade im Außen passiert, wo ich immer weiß, ich bin geliebt, ich bin gewollt, ich bin unterstützt, weil die Kraft in mir, die Energie in mir, immer nur ausdrückt, was ich glaube und was ich denke. Und jeder Gedanke ist wie jedes Wort, das kreiert. Am Anfang war das Wort. Das Wort, der Gedanke, was ich glaube. Faith, das Vertrauen in das Nicht-Sichtbare. Das Vertrauen in die Energie, die ich generiere, dieses unumstößliche Vertrauen zu bekommen, um sich dann wirklich als das Portal zu seiner eigenen Welt zu verstehen. Siehst du, was ich meine? Wenn ich weiß, ich bin das Portal zu meiner eigenen Welt, wie denke ich dann? Wie fühle ich mich dann? Wie trete ich dann auf? Wie sehe ich andere Menschen? Wie sehe ich Situationen? Es ist eine ganz andere Perspektive, die göttliche Perspektive. Die Perspektive aus dem Divine Design. Und ich lade dich ein, jetzt dich noch anzumelden, um genau das zu erfahren in das Portal. Um dich genau so zu erfahren als das Portal zu deiner Welt, zu deiner Zukunft, zu deiner Realität. Im Moment ist es noch 999 Euro Schweizer Franken, wie du bezahlen möchtest. Der Preis wird steigen auf 222 Euro Schweizer Franken.
Aber das ist deine Eintrittskarte in dich selber, in dich, in deine Kraft, in deine Macht. Und es ist so eine so geile Erfahrung, die jeder möchte, weil dieser Samen, dieses Bedürfnis, dieses Suchen ist in uns so, so verankert, weil wir sind auf die Welt gekommen, um diese Reise der Erkenntnis, um diese Divine Design Reise zu machen. Und wenn du hier noch abgelenkt bist und versuchst, über Human Design dich zu verstehen, dann darfst du erkennen, dass dieses Human Design Denken, dein menschliches, begrenztes Ego Design Denken ist, das dir nicht erlaubt, einfach zu erkennen, dass du bedingungslos in absoluter Ordnung, in höchster Liebe, in höchster Perfektion hier bist. Spare dir diesen Weg. Du musst dein Human Design nicht kennen und verstehen, weil das ist absolut unerheblich für deine Kraft und für deine Power. Absolut unerheblich. Deine Kraft und deine Power ist in dir. Du bist göttliches Design. Göttliches Design ist dein wahres Design. Was willst du in deinem Human Design, deine Kraft und deine Energie verlieren, wenn du einfach nur diesen Schritt in dein göttliches Design machen musst? Und aus diesem göttlichen Design deine Power zu erleben, das ist Manifestation. Das ist Manifestation aus dem göttlichen Zustand heraus. Da, wo die wirkliche Kraft ist. Manifestation aus dem menschlichen Zustand heraus wird immer bedingt und eingeschränkt sein. Wird dich nie erfüllen. Wird dir immer wieder sagen, du bist nicht gut genug, du musst was besser machen. Wird dir immer wieder sagen, ja, da hast du es doch noch nicht geschafft. Göttliches Design sagt dir nur eins. Du bist in absoluter Ordnung. Du bist wunderbar. Du bist gewollt. Du bist wichtig. Du bist erwünscht. Du bist hier, um aus diesem göttlichen Zustand eine göttliche Welt zu erschaffen. Und wie fühlt sich die an? Erfüllt. Ohne Mangel. Da ist kein Mangel drin. Da ist Erfüllung. Und wenn du in dieser Energie der Erfüllung leben kannst, denken kannst, dann wird sich Erfüllung im Außen zeigen. Dann wird sich Fülle zeigen. Fülle an allem ist ja jetzt schon da, wenn du in diesem göttlichen Zustand, in dieser göttlichen Realität lebst. Es ist schon da. Aber die Tatsache, dass du immer wieder rausfliegst, ist dem geschuldet, dass du menschliches Denken an den Tag legst, dass du menschlich denkst, dass du menschlich die Welt noch siehst, dass du Mangel siehst, dass du überall Zusammenhänge suchst. Dabei gibt es keine Zusammenhänge, außer der Zusammenhang von innen nach außen. Von dir, von deinem Seinszustand, von deinem Selbstverständnis, aus deiner Energie, aus deiner Frequenz heraus entstehen die Dinge. Das ist nun mal so. Und diese volle Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, all das, was ich im Außen noch sehe, was mir nicht gefällt, ist in mir entstanden. Es sind meine Annahmen. Ich habe angenommen, dass da irgendetwas fehlt. Ich habe angenommen, gestern im letzten Level Up war zum Beispiel, hat eine gesagt, ja, jetzt läuft es halt gerade nicht so gut mit meinem Business, aber das ist halt so ein bisschen das Sommerloch, da buchen die Leute nicht so. Bäm. Ist sie selber gar nicht drauf gekommen. Das war, ist so verankert, das denken alle suchen Gründe, warum es gerade nicht so läuft und versuchen zu sehen und zu rechtfertigen, warum gerade die Beziehung nicht so läuft, warum gerade irgendetwas nicht so ist, wie ich es haben möchte. Versuche ich immer Gründe zu finden. Aber der einzige Grund bin ich. Ich bin der einzige Grund. Mein Denken ist der einzige Grund, warum die Dinge im Außen so sind,
wie sie sind. Und das ist ohne Wenn und Aber so. Und es ist nicht, weil ich schlecht bin, sondern es ist, weil ich mich selber noch nicht hundertprozentig anerkenne als dieses Portal zu der Realität, die ich wähle. Das ist es. Weil ich da noch nicht drin stehe, weil ich da noch nicht verankert bin, weil ich da die ganze Zeit wieder rausfalle. Und das ist genau der Sinn von diesen 2 Monaten, das Portal, sich wirklich uneingeschränkt anzuerkennen, dass aus mir heraus alles und jedes und jeder entsteht. Und niemand ist schuld. Niemand ist schuld, der sich im Außen mir so zeigt, wie er sich mir zeigt. Weil ich habe ihn dorthin gesetzt. Ich habe ihn dorthin kreiert. Ich habe sie dorthin kreiert. Ich habe mein Umfeld kreiert. Und es ist so leicht und es ist so gewohnt, immer wieder zu sagen, die Menschen, die sind halt so, wie sie sind und die sind gemein und die sind rücksichtslos und nicht wertschätzend. Aber dann lebe ich in dieser Welt, dann lebe ich in dieser Realität, wo das genau so ist. Und ich muss da aber nicht leben. Ich kann da raus. Und ich muss da voll und ganz raus. Aber das bedeutet, ich muss neu sein und neu sehen. Ich sehe, was ich bin. Und es ist so schwer. Es ist so schwer, wenn ich diese Verletzungen in mir fühle, wenn ich diese Ablehnung in mir fühle, wenn ich mich immer wieder daran erinnere, wie ich verletzt worden bin, wie ich abgelehnt worden bin, wie ich nicht gewollt war, wie das Leben für mich schwer war, wie ich gelitten habe, da rauszugehen. Das ist die Aufgabe, das ist der erste Schritt, damit ich mich wirklich anerkennen kann als das Portal. Ich bin das Portal, da muss ich nicht böse sein. Ich war das Tor zu einem Raum, zu einer Realität, die ich unbewusst gewählt habe, weil ich nicht wusste, wer ich bin. Weil ich in einem Bewusstsein der Beschränktheit gelebt habe. Und ich brauche dieses neue Bewusstsein. Und ohne dieses tiefe Verständnis, dieses absolut mir nicht beigebrachte Verständnis über meinen Seinszustand, komme ich nicht weiter. Und mein Verstand möchte nicht, dass ich da weiterkomme. Mein Verstand muss so tief verstehen, dass jede Realität jetzt hier möglich ist, dass die Schöpfung schon lange beendet ist und dass jede Realität möglich ist, hier und jetzt. Und dass ich in diese Realität hier und jetzt bedingungslos eintreten kann. Ich kann einfach sagen, Schluss jetzt. Ich weiß, wer ich bin in Wahrheit. Ich weiß, wer ich bin in Wahrheit. Aber nicht nur sagen, sondern wissen. Ja, das ist ja der Paul Selig, der das immer sagt. Wort, ich bin Wort. Ich weiß, wer ich bin in Wahrheit. Aber ich muss es wissen. Es nützt mir nichts, wenn ich Mantren spreche, ohne ein tiefes Verständnis dahinter zu haben. Es nützt mir nichts, wenn ich mir Sachen vorlabere, ohne zu wissen, dass es die Wahrheit ist. Dann habe ich immer wieder das Gefühl, ich binde mir selber einen Bären auf, oder? Das kennt ihr ja alle. Ich binde mir selber einen Bären auf. Ich erzähle mir irgendwelche Geschichten, die ich nicht glaube. Aber genau darum geht's. Ich brauche keine Geschichten. Ich brauche Wissen. Tiefes Wissen. Und wenn ich sage, ich weiß, wer ich bin in Wahrheit, dann heißt es auch, ich weiß, was ich aus dieser Wahrheit zu denken habe und ich denke es. Ich weiß, welche Annahmen ich aus dieser Wahrheit anzunehmen habe und ich nehme sie an. Und es ist so fantastisch, was alles möglich ist, wenn du dich befreist aus deiner menschlichen Beschränkung, aus deiner menschlichen Hülle
Und wenn du dich einfach erfährst als Energie, als purste, reinste, göttliche Energie und hier rauszufinden, welche Gedanken und Ansichten ich dann habe, das wirst du lernen in das Portal. Du wirst lernen, wie du das Portal zu der Realität bist, in der du leben möchtest, wirklich leben möchtest. Und das ist so eine große Entscheidung, dann diesen Weg zu gehen, weil es sind nicht die meisten, die diese Erkenntnis schon haben, dass es diesen Weg überhaupt gibt. Und das ist der Weg in die Glückseligkeit. Nenne es das. Der Weg in das total abgefahrene Denken, der Weg in das bedingungslose Denken, der Weg, wo du weißt, es gibt keine Bedingung dafür, dass ich das kreiere, dass ich das sehe, dass ich das denke, was sich für mich wirklich gut anfühlt. Also, verpasse diesen Preis nicht. Das war jetzt ein langes Live. Ich habe mir fast schon alles abgefroren hier. Es war ein langes Live. Aber lass es auf dich wirken. Lass es auf dich wirken. Fühle, dass das die Wahrheit ist. Jeder, mit dem ich bis jetzt gearbeitet habe, egal wo er herkam, mit welchem Hintergrund, hat genau gespürt, dass das die Wahrheit ist. Dass ich bin, die einzige Wahrheit ist, die hier existiert. Und dass ich dieses Ich Bin als das Portal zu all dem, was schön ist, verstehen darf. Also, happy day!